The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Charakter, eine Eigenschaft der Seele. Korallen und Kristall achte man gegen sie nicht. Wer Weisheit erwirbt, hat mehr als Perlen. Ein Charakter, der nach dem Bilde Gottes geformt ist, ist der einzige Schatz, den wir von dieser Welt in die nächste mitnehmen können. Wer sich in dieser Welt von Christus unterrichten lässt, wird das, was er mit Gottes Hilfe erreichen konnte, in die himmlischen Wohnungen mitnehmen. Im Himmel sollen wir uns ständig weiter verbessern. Nicht geistige Fähigkeiten und Genie machen den Charakter aus, denn sie sind häufig bei Menschen zu finden, die alles andere als einen guten Charakter haben. Auch der gute Ruf ist nicht Charakter. Echter Charakter ist eine Eigenschaft der Seele und zeigt sich im Verhalten. Ein guter Charakter ist ein Kapital, das größeren Wert hat als Gold oder Silber. Er lässt sich von Panik oder Fehlschlägen nicht beirren. An dem Tage, da alle irdischen Besitztümer weggefegt werden, wird er reichen Ertrag bringen. Aufrichtigkeit, Festigkeit und Ausdauer sind Eigenschaften, um die sich alle bemühen sollten, denn sie kleiden ihren Besitzer mit einer Kraft, die unwiderstehlich ist. Eine Kraft, die ihn stark macht zum Gutes tun, stark zum Widerstand gegen das Böse, stark zum Ertragen von Unglück. Charakterstärke setzt sich aus zwei Faktoren zusammen: Willenskraft und Selbstbeherrschung. Viele junge Leute verwechseln starke, unkontrollierbare Leidenschaft mit Charakterstärke. In Wirklichkeit ist der ein Schwächling, der sich von seinem Trieben beherrschen lässt. Wahre Größe und Adel eines Menschen wird an seiner Fähigkeit gemessen, seine Gefühle zu beherrschen, und nicht an der Macht der Gefühle, ihn zu beherrschen. Der stärkste Mensch ist einer, der zwar gegen Misshandlungen empfindlich ist, aber seine Leidenschaften zügelt und seinen Feinden vergibt. Würde es als ebenso wichtig angesehen, dass Jugendliche einen schönen Charakter und eine angenehme Wesensart besitzen, wie es als wichtig gilt, die Moden der Welt in puncto Kleidung und Verhalten nachzuahmen, dann würden wir dort Hunderte sehen, wo heute nur einer die Bühne des aktiven Lebens vorbereitet betritt, um auf die Gesellschaft einen veredelnden Einfluss auszuüben. The Lord is coming. Are you ready?